Wieder so ein Punkt, an dem man speichern sollte. Wie gesagt, von diesen Punkten gibt es reichlich. Gut, das sind so zwielichtige Sachen. Wir gehen erstmal, bevor wir hier was weitermachen, gucken wir uns erstmal weiter die Stadt an. Gut, diese beiden unterhalten sich, das lese ich jetzt nicht vor. Könnt ihr einfach im Video auf Pause drücken und selbst nachlesen. Na, wenn das kein potenzieller Kunde ist. Ich bin Lorenza, der Freigebige, zu deinen Diensten. Ich gebe Kredite, nur 10% Zinsen pro Tag. Maximal 10 Tage Zurückzahlungsfrist. Nirgends im Hub wirst du ein großzügigeres Kreditinstitut finden. Okay, ja, total großzügig. Nach 10 Tagen muss man das Doppelte abzahlen, na klar. Fragen wir mal, ob er ein paar Informationen hat. Vielleicht, was willst du wissen? Puh, wie steht's denn mit den fehlenden Caverns? Deathclaw, es muss Deathclaw sein. Niemand ist mehr sicher. Was ist mit Deathclaw? Mann, manche Geschichten, die darüber erzählt werden, sind so... Naja, die sind schon was. Puh, ja, das ist... sehr aufschlussreich. Wer oder was die Deathclaws sind, werden wir später noch zu Genüge erfahren. Fragen wir ihn mal nach Decker. Es ist toll, eine gute Quelle für Jobs, mit denen meine Kredite abbezahlt werden. Sag ihm, dass ich dich schicke. Vielleicht kriegst du sogar eine Prämie. Hm. Was meint ihr denn mit Prämie? Naja, vielleicht keine Prämie, aber er ist in Ordnung. Glaub mir das. Hm. Sicher. Wer ist denn, wie steht's denn mit der Polizei hier? Die sind toll, es stimmt, es gibt gelegentlich Missverständnisse zwischen uns, aber ich finde, die sind eine Ehre für ihre Spezies. Egal, welche das ist. Hm, Missverständnisse? Würdest du glauben, dass mich jemand der Erpressung beschuldigt? Zum Glück hat mein guter Freund Deckard das gerichtet. Gut, und an dieser Stelle erfahren wir auch schon, was Deckard für ein Typ ist. Können uns wahrscheinlich auch denken, was für eine Art Quest er denn für uns bereithält. Wie steht's denn mit den Children of the Cathedral? Ehrlich gesagt bin ich nicht beeindruckt. Ich führe ein ehrliches Geschäft und die beschuldigen mich, ein Dieb zu sein. Die haben Nerven. Die glauben, ein Armutsgelübde gibt ihnen das Recht, über mich zu urteilen. Armutsgelübde? Ich bin sicher, ihr Anführer, dieser Morpheus, der ist nicht pleite. Nein, mein Herr. Ich wette, dass er drüben im Boneyard in Saus und Braus lebt. Schon, er verrät uns leider nicht, wo der Boneyard ist. Das werden wir später finden. Auch ein Ort, den man besuchen kann. Aber zunächst erstmal soll er was von sich erzählen. Ich bin nur ein ehrwürdiger Geschäftsmann, das ist alles. Wir waren schon vor dem Holocaust ehrwürdige Geschäftsmänner, das ist eine Tradition. Was ist denn seine Vorstellung von ehrwürdig? Wenn du uns keinen Respekt erweist, musst du leiden. Wie viel mehr Ansehen kann ein Mann sich wünschen? Hm. Ja, absolut, total. Hm? Gucken wir mal, wo wir arbeiten. Ach genau, das hatten wir schon. Oder? Versuch's bei Mr. Deckard. Aufregende Arbeit zu gutem Lohn. Der Beste in der Stadt. Du findest ihn gerade auf der anderen Straßenseite. Einfacher geht's wohl kaum. Ich bin nur ein ehrwürdiger Geschäftsmann. Das ist alles. Wir waren schon. Achso, gut, das hatten wir. Arbeit. Achso, welche Aufregung, das wollte ich nämlich, ich habe mich verklickt, das wollte ich haben. Abenteuer, Gefahr, da kann man wirklich einen Reibach machen. Gut, ja, also dann tschüss. Wir sehen uns, Kumpel. Jo, interessante, nette Leute, die man hier so im Hub trifft, muss man ja schon sagen. Wie steht's denn mit unserem Freund Irwin?
Ach Junge, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe schon genug Probleme. Vielleicht kann man ja helfen. Ich weiß nicht, ich brauche eine andere Sorte Held als dich. Hör mal, warum kommst du nicht wieder, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hast? Gut, an dieser Stelle schon mal sei schon mal so viel verraten. Dies ist auch wieder eine kleine Quest. Allerdings müssen wir dafür einen bestimmten Level erreicht haben. Wir sind zurzeit noch immer Level 4. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Level man für diese Quest sein sollte. Ich hoffe, ich denke später dran und komme zurück zu dieser Quest. Doch wenn wir uns erstmal diesem sympathisch dreinschauenden jungen Mann zu mit dem interessanten Namen Bob's Iguana Bits. Also mit dem interessanten Namen Bob. Hi Bob. Hi, willkommen in Bob's Iguana Bits, dem Familienrestaurant. Was darf ich bringen? Ich finde, wir sollten über Doc Morbid und einige deiner geheimen Zutaten reden. Wovon sprichst du? Deine geheimen Zutaten. Wie frisch müssen die Leichen sein, bevor sie einen bitteren Nachgeschmack entwickeln? Verwendest du Mutantenmenschen oder eine Mischung? Ich habe eine Rechnung von Doc Morbids Unterschlupf gefunden. Eine Rechnung über tote Körper? Wenn du an Gedächtnisschwund leidest, kann ich mit dem Sheriff reden. Leguane erster Wahl werden aus Menschen gemacht. Sie werden aus Menschen gemacht. Übrigens, eine kleine Anspielung auf den Film Soylent Green. Kleine Empfehlung von mir. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich angucken. Ist zwar aus den 1970er Jahren, ein bisschen alt und nach Aussehen maroder, aber sehr gute Story. Und sehr gut gespielt. Und wer den Film kennt, wird auch diese kleine Anspielung hier verstehen. Aber wir fragen, wie frisch denn die Leichen sein müssen. Nicht so laut. Du musst das nicht im ganzen Hub rumschreien. Schätze ich, war etwas grottbündchen. Die Polizistenstation ist genau gegenüber. Nur ein kleiner Spaziergang. Ich kann durchaus noch lauter schreien, aber ich kann auch ruhig sein. Laut sein ist billig, Schweigen ist teuer. An dieser Stelle können wir darüber hinwegsehen, dass er Menschenfleisch als Leguanappen vertickt und ihn dann ein bisschen erpressen. Je nachdem, wie gut unser Redenskill und alles ist, können wir eine Menge Kohle bei rausschöffeln, also rausholen. Wir könnten ihn allerdings auch an die Polizei verpfeifen oder generell einfach weitermachen lassen. Ich bin mir gerade noch so ein bisschen unschlüssig, was wir machen. Ob wir ein bisschen Profit aus der Sache rausschlagen oder zur Polizei gehen. Ach, was soll's. Wir sind im Ödland. Die Leute haben Hunger. Die Leute brauchen was zu essen. Also können wir noch lauter schreien. Schön, wie viel willst du? So, wir können alle 5 Tage zu ihm gehen und Geld kassieren. Natürlich wollen wir $200. Okay, abgemacht. $200 alle 5 Tage. Schätze, wir sehen uns in 5. Und wir haben Glück. Wir kriegen das Maximum raus. Und kriegen mal eben 500 XP, weil wir ihn erpresst haben. Schöne Sache. So, steht was im schwarzen Brett. Arbeitssuche. Die Fargo Traders können zurzeit einen folgenden Stellen anbieten. Caravan Wächter muss in guter körperlicher Verfassung sein, zuverlässig sein. Sonderposten muss gut beobachten können und bereit sein, ein gefährliches Gebiet zu reisen. Einige Waffen und Munition sind für alle Jobs erforderlich. Anfragen an Redgar im Büro Fargo Traders. Okay, gut, 2 Jobs noch. Wir ziehen erstmal weiter, gucken uns die Stadt noch ein bisschen an. Hier gibt es wirklich viel zu sehen. Und allein dieses Schild lädt doch zum Hereintreten ein. Waffen! Hallo, womit kann ich dir helfen? Wir stehen erstmal ein paar Fragen. Klar, sei doch nicht albern. Was weiß sie denn über Decker? Der Typ ist uns ja noch so ein bisschen suspekt, also mir zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also, es gibt da jemanden, mit dem du dich nie anlegen solltest. Er macht mir Angst. Ihm gehört Maltese Falcon. Warum,
Warum sagt sie das gehört? Das erinnert mich halt an meinen Freund, dem er vorher gehörte. Dicker wollte den Maltesers Falken unbedingt haben, aber mein Freund wollte ihn nicht verkaufen. Zwei Tage später hat man ihn tot in seinem finsteren Seitengässchen von Old Town gefunden. Ja, aber ich könnte zwar... Ich finde, das ist eigentlich offensichtlich, ne? Es hört sich ja schon an, und wenn man bedenkt, in was für einer Welt wir hier gerade leben. Mein Freund hatte eine saubere Weste, er hätte sich nie in Old Town aufgehalten. Er wurde mit einer Magnum erschossen. Die könnte sich niemand in Old Town leisten. Außerdem hat man ihn einmal in den Kopf und zweimal in den Rücken geschossen. Hört sich das nach einem Überfall an? Mein Freund wollte nur sein Leben zurückhaben. Sein Leben zurückhaben? Wie meint sie das? Du verstehst das vielleicht nicht, aber die meisten von uns freuen sich auf den Tag, an dem uns unser Leben selbst gehört und wir nicht mehr den Händlern oder Geldverleihern gehören. Oh, da, ja, du scheinst Schulden zu haben. Kann ich sonst noch was für dich tun? Gibt es denn Orte, die wir meiden sollten? Oh ja, du solltest den Maltesers Falken so weit wie möglich fernbleiben. Decker und seine schleimiger Schoß und Kane sind üble gesehen. Die fressen dich bei lebendigem Leibe, wenn du nicht aufpasst. Ich wurde auch von Lorenzo, von der Friendly Landing Company einen weiten Bogen machen. Kann sowas nur über die Händler erzählen? Also es gibt westliche drei Händlergruppen. Die Water Merchants, die Crimson Caravans, die Fargo Traders. Die sitzen auch am Stadtrat. Über wen möchtest du etwas wissen? Was gibt's denn über die Water Merchants zu wissen? Sie haben die Kontrolle über das gesamte Wasser. Gierige Leute, für die ich nicht arbeiten wollte. Sie zahlen so schlecht und die Jobs sind auch nicht besser. Hatten die schon immer die Kontrolle über das Wasser? Nein. Was ich so gehört habe, hat vor Zeiten eine Gruppe von Händlern den Wasserturm in Beschlag genommen und sich als Water Merchants ausgegeben. Und die Menschen mussten ihr Wasser von ihnen beziehen. Der Krieg zwischen den Händlern dauerte Jahre, bis ein Mann namens Roy Green, ja genau, Justins Großvater, eine Vereinbarung aushandelte, die den Krieg beendete. Was für eine Vereinbarung? Naja, er gründete den Stadtrat und setzte einen Höchstpreis für das Wasser fest. Meiner Meinung nach hätten sie sich... Meiner Meinung nach hätten sie fertig machen sollen. Oh, entschuldige. Ich meine natürlich, sie hätten ihnen zeigen sollen, wer hier das Sagen hat. Ja, so viel ist mehr Information, als wir wollten, aber trotzdem okay. Was weiß sie denn über die Crimson Caravan? Die Crimson Caravan gehören verrückte Typen an. Sie machen alles, egal wie gefährlich es ist. Es wundert mich, dass sie nicht mehr Caravans vermissen. Sie vermissen auch Caravans? Wird ja interessant. Eigentlich sind sie bei allen Händlern Caravans verschwunden. Ich nehme an, die Fargo Traders haben einfach kein Glück gehabt. Wie gefährlich ist es denn? Sie fahren mitten durch ein Gebiet, in dem bekanntermaßen Gangster und Unwesen Unwesen treiben. Sie verlangen viel Geld, damit sie weitere Leute anheuern können. Die Bezahlung ist super, aber was nützt einem das Geld, wenn man es nicht mehr ausgeben kann? So, noch eine Frage zu den Händlern. Was weißt du über Fargo Traders? Die Fargo Traders sind gut und die Jobs sind nicht allzu gefährlich. Butch gehört dieser Laden. Ein guter Mann. Sie sind fair. Und ich kann hier tun und lassen, was ich will. Ich arbeite gerne für sie. Außerdem bekommst du einen Rabatt für alles, was du hier kaufst, wenn du für Butch arbeitest. Oh, da klingen doch die Fargo Traders recht sympathisch. Was weiß sie denn über den Stadtrat? Es gibt 6 Vertreter, 2 aus jeder Händlergruppe. Jede Entscheidung braucht mindestens 4 Stimmen. Die können sich nie über irgendetwas einigen. Wundert mich nicht.